Monika, du hast uns eine Mail geschickt und das hat einen speziellen Grund. Ja, das hat einen speziellen Grund. Ich wäre eigentlich mit meinen Weihnachtsgutzli auf der Seeweler Weihnachtsmärkte gegangen. Und das ist aber abgesagt worden, weil es einen Föhnsturm gegeben hat. Und was hättest du denn dort wollen verkaufen? Also wie viel Krümli, von wie viel Kilo reden wir da? Circa 100 Kilo. Und produzieren tust ja du 450 Kilo. Wie schaffst du das eigentlich? Ja, mit grosser Hilfe. Mein Mann ist die ganzen 4 Wochen, wo wir backen, daheim und hilft sehr viel mit. Und Kolleginnen helfen noch, meine Freundin kommt 10 Tage, meine Schwägerin kommt 1 Woche helfen. Und du musst einfach gut organisiert sein. Wie viele Stunden am Tag schaffst du eigentlich jetzt da diese Krümle? Also im Moment morgen 4, 5 Uhr aufstehen und abends, also bis um 8, 9 Uhr arbeiten wir schon. Von wo hast du das Rezept? Ja, die hat man so gesammelt. Man hat halt Klassiker, die muss man im Sortiment haben und dann findet man alle Jahre wieder ein neues Rezept und nimmt wieder etwas Neues rein. Welches sind die beliebtesten? Spitzbuben. Kannst du eigentlich die Krümli denn eigentlich noch sehen oder probieren? Sehe schon. Ja, probieren nicht mehr, weil man hat den ganzen Tag so einen süßen Geschmack im Mund. Aber sehen kann ich schon noch mal. Und bleibt denn auch noch etwas übrig für euch? Ja, meistens schon. Ja. Sonst machen wir dann noch mal ein paar. Und den kann man es dann schon geniessen, oder? Ja, wenn dann alles durch ist, dann wird aufgeräumt und dann habe ich den Abfand.